Moin Leute und willkommen zurück. Wir sind mal wieder bei einer schönen Runde H1Z1. Und nun ja, für die Leute, die letzte Folge nicht gesehen haben, wir sind in der letzten Folge mal wieder, genau richtig, gestorben. Warum auch nicht, kam mir in letzter Zeit so wenig vor. Aber wir sind hier direkt an der Kirche, kann ich nicht sagen, an einer Kirche. Und ich bin mal gespannt, ob da jetzt wieder ein Mitspieler ist. Das da vorne könnte ein funktionierendes Fahrzeug sein. Normalerweise sind in den Kirchen immer Mitspieler wie sonst was. Den Zombie gehen wir mal weiträumig. Bin mal gespannt, ob wir eventuell diese Folge sogar ganz hinkriegen, ohne zu sterben. Na, wir gucken zuerst mal hier rein in die Toilette. Nichts. Dann suchen wir mal die Sachen. Was anderes brauchen wir nicht, eine dreckige Spritze. Okay, das ist in Ordnung. Das ist der Zombie, den man da hört. Das ist alles halb so wild. So, unsere erste Waffe. Mal wieder. Das ist auch so eine Sache, die sie fixen müssten. Das umstellen. Wenn ich jetzt dran drehe, und switcht war unten in der Hotbar extrem schnell. Oder relativ schnell, sagen wir es so. Aber die Waffe bzw. das Objekt in der Hand wechselt er nur sehr träge. Das ist gerade so in Situationen, wo du eine Schusswaffe oder sowas brauchst, dann schon sehr doof. Gucken, ob wir hier was Schönes haben. Na toll, einen ganzen Schuss. Munition. Da ist nix. Dann sehen wir jetzt mal zu, dass wir gerade mal oben noch gucken. Vielleicht ist da was Schönes. Nee, tatsächlich nichts. Puh. Wieder ein bisschen mehr Munition. Zwar für eine andere Waffe, aber wir müssen ja eh erstmal eine Waffe finden. Oh, moin. Komm mal her. Lass reinkommen. Komm rein. Was auch immer ein Stammen sagen möchte. Ich darf nicht zuschlagen. Komm. Eins. Zwei. Drei. Wie viele Schläge brauchst du noch? Ja, das kann ja nicht wahr sein. Vor allem mit der Faust weniger. Suchen darf ich ihn leider auch nicht. Okay. Gucken. Okay, ein bisschen Scrap Metal ist klar, dass da drin ist. Closed Door. Ihr hört es wahrscheinlich, wie ich drauf rumhämmere. Macht er nicht, schade. Die scheinen dann aber wirklich gleich von Anfang an auf den User registriert worden zu sein. So, das Ding zerschreddern wir. Dann setzen wir uns mal eine ordentlichere auf. Zumindest eine sauberere. Da vorne ist noch ein Auto, das durchsuchen wir. Da vorne sind noch ein paar Häuser. Und es scheint echt so, als wären hier gerade nicht so viele auf dem Server. Ja, ein bisschen verkrüppelt springt das Reh. Ja, die können wir auch nicht mehr aufheben. Ehe. Wir bräuchten nämlich mal wieder einen Rucksack. Klar, eigentlich bräuchten wir ein Shelter, aber dies ist wieder eine andere Sache. Jetzt aber. Das ist nett. Das Schlappe können wir drin lassen. So. Gucken, hat er sogar schon ausgepackt, sondern
Ist ja gerade eingepackt in die Hotbar. Das ist klasse, haben wir hier drin eventuell eine Waffe oder was zu futtern oder... Oder... Rucksack. Rucksack wäre super. Das futtern wir mal gleich. Warte, gucken, da 77, dann müsste es ja über 90 wieder hochgehen. Ja. Perfekt. Hier oben mal reinschauen. Ne, die Käppi vom Klo nehmen wir lieber nicht. Wer weiß, was die damit alles schon gemacht haben. So, mal gucken. Vielleicht im Büro eine schöne Schusswaffe versteckt? Nee. Aber eine Kugel zumindest. Da darf ich nicht dran. Lag da nicht was drauf? Nee. Das sah gerade nur so aus. Der Schrank vielleicht was Schönes? Ist das ätzend. Da rechts ist ein Erste-Hilfe-Pack. Es wird mir auch nicht angezeigt, wie schwer das ist. Dann werfen wir halt mal das ganze Zeug raus. Ja, komplett. Ups. Dann gucken wir mal gerade, ob der in der Garage, ob da Holzkisten sind, die wir zertrümmern können. Nee, mein Rucksack. Yes. Ist die leer? Ja, leider. Nehmen wir auch mal die Axt auf. Können wir allerdings, das Teil fallen lassen. Wo ist denn die Axt? Da ist sie doch. Ja, hat sie das Haus auch schon etwas gelohnt. Die Tür ist nochmal gerade noch zu. Können wir mich mal den Bulli durchsuchen. Und teilweise sind da echt viele Sachen drin in so einem Bulli. Ja, oder auch nicht. Der Van noch was oder der Truck ist aber auch nicht der Fall. Ich brauche Holz. Irgendwoher brauche ich die Holzbretter. Wir brauchen nicht mal wirklich viel, ne? Wir brauchen 8 Stück. Dann könnten wir zumindest mit dem Shelter anfangen. Sobald wir den haben, kommt eine Tür rein mit einem Zahlenschloss vor. Und gut ist die ganze Sache. Das nehmen wir auf, das nehmen wir auf. Ja, das ist doof. Ja, zieh mal die blaue an. Dann schreibe mal diese. Die ist doch gar nicht mal so schlecht. Guck mal gerade. Ja. Die Vitamine nehmen wir natürlich auch mit. Ist aber das Wichtigste bei einer Zombie-Apokalypse. Dann sagt die, oh, aber hier, meine Vitamintablette, die habe ich immer mit dabei. Dann bleibe ich immer fit, egal was kommt. Ach moin. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte das hier machen. Bist du böse? Oh. Ich habe das Gefühl, dass wir gleich wieder sterben werden. So, noch sehe ich da keinen. Jetzt gehen wir einfach mal in die Tanke rein. Da müssten nämlich, wenn da nicht gerade ein anderer Spieler drin war, Kisten drin sein. So. Hier Schrobenmunition. Nehmen wir uns mal alles mit. Genau hier. Hm.
meine doch, wen gehört zu haben. Bitte zwei Stück. Danke. Mist. Schön ist auch das mit der Axt. Du gleich viele Schläge brauchst auf die Dinger. Mit der bloßen Hand. Wieder zwei? Wieder zwei. Dann brauchen wir gar nicht mehr so viel. Sagen, das geht nicht kaputt. Hm. Schauen, ob da noch irgendwo was drin ist. Die Regale sind leer. Ach komm, hier vorne gucken wir gerade mal nach was zu trinken. Die Flasche ist leer, ne? Ja. Schade. Da ist noch ein bisschen Munition. Auch leer. Hier wird es wahrscheinlich nichts zu trinken geben. Zumindest nichts, was ich freiwillig trinken würde. Da waren zwei Kugeln drin. Zucker. Nehmen wir mal mit. Gucken wir doch mal, dass wir hier irgendwo... Kann man da reingucken? Kann man. Da ist Booster drin. Brechstange. Geh auf, fein. Geh auf. Nee. Ja. Okay. Nee, darf ich nicht drauf hauen oder was? Dann halt nicht. Wenn das Spiel das nicht möchte, dann möchte das Spiel das nicht. So, hier war noch was zu essen drin. Wir haben jetzt aber fast genügend Holzbretter. Zwei Stück müssen uns noch fehlen, dann müssen wir noch ein paar Nägel machen. Und Metal Sheet. Heißt auf Deutsch, wir brauchen Scrap Metal. Schon ein bisschen was davon. Ach komm, bleib weg. Eins. Zwei, drei. Oh, das ging schnell. Dafür, dass wir gerade eben zig Schläge mit dem Baseballschläger brauchten. Weil das ist ja echt rekordverdächtig. Fangen wir schon mal an mit dem Scrap Metal. Das sollte ja nicht schaden, wenn wir davon ein bisschen was haben. Da ist nix. So. Gerade gucken, dass wir... Tauschen wir mal gegen die Lampe aus. Mal sechs Schuss mit, das ist natürlich nice. Wobei uns bisher eine Schusswaffe noch gar nichts gebracht hat. Sind immer gestorben beim Einsatz mit der Waffe. Was eigentlich sehr schade ist. Weil wir immer recht gut ausgestattet waren, als das passiert ist. Ich hoffe mal, dass uns das hier nicht wieder passiert. Graues Futtern. Ist das eine volle Flasche? Das könnte eine volle Flasche sein. Yes. Muss ich noch in der Mülltonne gucken? Da ist nix. Hier können wir uns gerade die letzten Bretter holen. Hier werden diese Schritt-Audio-Sequenzen so spät abgespielt, dass du immer das Gefühl hast, neben dir steht einer. Das ist richtig nervig. So, ein Brett ist auf jeden Fall. Ja, ist eins. Sind zwei. Perfekt. Perfekt. Haben wir davon schon mal genug?
Müssen wir uns nur noch darum kümmern, dass wir uns Nägel machen. Und dieses Metal Sheet. Gucken, was der Wagen hier noch für uns hat. Nee, nehmen wir alles nicht mit. Hätte der vielleicht immer schön ist. Ja. Ist annehmbar, sagen wir es so. Hier vorne müsste auch gleich ein Dorf kommen. Wo wir ja auch schon zigmal drin waren. Genau, da ist es. Perfekt. Dann würde ich sagen, loggen wir uns... Ne. Nee, da rein gehe ich bestimmt nicht. Dann würde ich sagen, loggen wir uns hier vorne aus. Lieber schnell, bevor es noch ein Gegner jetzt aufploppt. Aber ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann gerne eine Bewertung da lassen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns die Tage wieder. Bis dann, haut rein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.